Wie gesagt, mir ist echt Wurst, gegen wen wir spielen. Ich meine, wenn du weiterkommen willst, musst du eh gegen jeden gewinnen, ob da jetzt Kanada ist oder Tschechien oder die Schweiz. Sind alles gute Gegner. Davon können wir ausgehen, dass das, egal gegen wen es geht, am Donnerstag genauso wird. Das wird ein Kampf und das war, glaube ich, gut heute, dass wir das sozusagen als Vorbereitung hatten dann für den Donnerstag. Unser Sturm mit der Schnelligkeit und die Jungs, die alle dabei sind, da können wir einige Tore schießen oder haben auf jeden Fall eine gute Offensive. Wir haben also wirklich großartige Tiefe im Kader, haben von hinten die Verteidiger haben offensiv sich mit eingeschaltet. Und aber natürlich muss uns auch bewusst sein, dass am Donnerstag das vielleicht mal ein Spiel wird, wo man mit 1-0 nach Verlängerung gewinnt und dass man da zufrieden ist. Und es ist eigentlich egal, welcher Gegner kommt, wir müssen alle die drei Teams sind alle Top-Teams. Also wir müssen uns auf jeden Fall auf uns konzentrieren und das beste Eishockey-Spiel, was wir spielen können. Nein, wir haben keinen Jesus, wir haben eine ehrlich hart arbeitende Mannschaft, die heute sicher nicht so aggressiv gestartet ist, wie die Franzosen es getan haben. Aber die Mannschaft hat sich ausgezeichnet, weil sie sich gut ins Spiel zurückgekämpft haben. Wir sind viel aggressiver nach dem Spiel gegen Amerika und Schweden. Und das werden wir auch brauchen im Viertelfinale, diese Aggressivität, diese überlegende, schlaue Aggressivität in der Defensivzone.